nun kann es losgehen. Das Match hat begonnen. Anschluss für die Salzburger. Mendes da Silva wurde da gleich angespielt. Bringt den Ball auf die linke Seite. Nun der Rückpass in die von Red Bull Salzburg. 0-0 nach wie vor. Aber Rapid kontert über die linke Seite. Burgstaller wurde da angespielt von Kulowitz. Dribbelt die Autolinie dann. Macht den guten Haken zum Mitnehmen auf Burgstaller. Könnte schießen. Schutz. Walke mit der Glanzparade. Der fängt den Ball sogar. Der hätte gepasst ins linke Eck. Aber Walke geht da sicher zu Boden. Fängt den Ball. Und begräbt ihn dann unter sich. Rollt jetzt aus auf die linke Seite auf Sekaya. Aber beide Mannschaften jetzt eben schon mit der ersten guten Szene nach knapp 6 Spielminuten. Jetzt der Ball bei Mendes da Silva. Mendes auf links auf Leonardo. Leonardo deutet das Dribbling an, geht dann vorbei an zwei Rapidlern. Heikkinen setzt nach, versucht der Doppelpass. Pass nach außen auf Zarate. Zarate jetzt rechts am 16er Eck. Macht den Haken Richtung 16er. Geht jetzt in den Strafraum hinein und die Möglichkeit für den Schuss rechts am Tor vorbei. Da hätte Zarate wohl den Pass zur Mitte spielen sollen. Hat hier seinen Gegenspieler zuerst getunnelt, wie die Deutschen sagen. Wir sagen, er hat immer Guckerl geschoben. Schöner Haken in die Mitte, da hat Katzer ganz, ganz alt und schlecht ausgeschaut. Zarate hat ihn hier eben gegurkt und dann den Ball mit dem... geblockt ins Out, es gibt Outenwurf für Rapid. Hoffmann wieder schnell eingeworfen, da haben sie... auf rechts vergessen die Salzburger. Nächste Flanke segelt in den Strafraum. Katzer mit der Hereingabe. Schussversuch für Rapid. Und das war jetzt auch die erste Riesenmöglichkeit für Grün-Weiß. Burgstaller schwört alles Erdenkliche, dass hier ein Salzburger den Ball mit den Händen gespielt hat. Und auch Peter Schöttl, der eigentlich ein ruhiger Zeitgenosse ist, völlig aufgebracht. Wir sehen jetzt hier die Wiederholung. Mendes hat den Ball da an die Hand bekommen. Steht mit dem Rücken zum Ball. Das ist eine schwierige Entscheidung, finde ich. Denn der sieht den Ball gar nicht, aber die Handbewegung, die war unnatürlich, denn die Hand ist weit weg vom Körper gewesen. Also das war eine sehr strittige Entscheidung, schwierige Entscheidung. Spiel läuft aber schon weiter, gar nicht. Mit ganz viel Platz könnte flanken, macht das auch. Flanke kommt gut herein und Königshofer aus dem Tor mit einer Wohltat und einer Tätigkeit möglicherweise in der Mitte. Da hat hier Meierhofer Königshofer noch attackiert und was macht Schiedsrichter Schörgenhofer? Er zeigt gelb und da bin ich jetzt auf die Wiederholung gespannt. Also da war der Ball weit und breit weg. Also es hat auf jeden Fall einen Kontakt gegeben und Meierhofer geht hier zu Königshofer und schimpft dann noch mit ihm. Und Königshofer zeigt an, er wurde hier gestoßen. Also der Schiedsrichter ist auf keinen Fall als Tätigkeit gewertet, sonst hätte er rot zeigen müssen. Aber den Kontakt gab es wohl. Zuerst klärt hier Königshofer, bringt den Ball aus dem Tor, dann läuft er zurück. Und was macht Meierhofer? Ja gut, der stößt ihn ein bisschen weg. Alles halb so wild. Alles halb so wild, nur die gelbe Karte, die geht natürlich in Ordnung und dann... gegangen, aber wie gesagt, das Ganze in der eigenen Hälfte ist um Freistoß schon ausgeführt für Rapid auf Sonnleitner. Sonnleitner mit der schönen Verlagerung auf Burgstaller. Burgstaller legt ab zu Hoffmann und der zieht gleich ab, verzieht aber, denn der ist ihm über den Riss gerutscht. War schwer zu nehmen von Steffen Hoffmann, dem 31-Jährigen. Wir sehen nochmal die schöne Seitenverlagerung von Sonnleitner, der mit der Spieleröffnung, dann Burgstaller legt ab zu Hoffmann und der fackelt nicht lange, zieht ab, aber verzieht dann auch um ein paar Meter. 33 Minuten rum. Und Sie wissen schon, so eine Art von Schlüsselbeinbruch, den man gut mit freiem Auge erkennen kann, wenn das Trikot nicht mehr auf den Schultern sitzt. So, während wir noch einmal sehen, diesen Ellbogencheck von Meierhofer. Also, Schiedsrichter Schörgenhofer muss, glaube ich, jetzt ein bisschen aufpassen. Die Gemeinheiten, die Gehässigkeiten, die Unsportlichkeiten nehmen da für meinen Geschmack ein bisschen zu sehr überhand. Und Meierhofer hat schon gelb gesehen. Und das ist eigentlich ein Ausschluss. Das ist nicht in Ordnung. Bichler sagt auch, das ist kein normaler Luftzweikampf gewesen, was du da gemacht hast. Da bin ich schon gespannt auf unsere Pausenanalyse. Da war wirklich jede Menge drinnen in dieser Partie. Da wird es interessante Meinungen und Ansichten geben. Und natürlich auch die entsprechenden Expertisen.
dazu. Serrate hätte außen vielleicht ein bisschen mehr Platz gehabt. Aber das geht nicht. Das geht nicht von Drahtseil. Das kann man so nicht machen. Ich verstehe die Emotion, ich verstehe allen Einsatzwillen, allen Kampfgeist. Aber das geht nicht. Von hinten. War mit Ansage, das hat man irgendwie schon erkennen können, so wie er sich hier dem Zweikampf nähert, auch wenn sich Peter Schöttl hier ärgert. Niko Kovac darf nicht mehr in der Coachingzone der Salzburger das Spiel verfolgen. Da gab es in der Pause, im Kabinengang, eine Rangelei und Kovac wurde von den Schiedsrichtern auf die Tribüne geschickt. Also auch bei den Trainern und Betreuern liegen die Emotionen blank. Und jetzt liegt der Ball im Tor. Und Meierhofer hat hier die Salzburger in Wien in Führung gebracht. Jetzt ist die Flanke einmal perfekt angekommen. Und der ehemalige Hütteldorfer freut sich hier über diesen ganz wichtigen Führungstreffer für Salzburg. Leonardo mit der Superflanke in den Rücken der Rapid-Innenverteidigung. Pichler zu weit weg und eine unter Anführungszeichen einfache Aufgabe für Meierhofer, den Ball noch unterzubringen. Blick zur Mitte. Meierhofer. Und da wird wieder Handspiel reklamiert von den Rapidern. Walke macht sich lang und die nächste Handspielsituation. Ich habe es nicht erkennen können. Ich sehe es jetzt zum ersten Mal. Meierhofer spielt sich da den Ball selbst an die Hand. In einer, naja, nicht sehr natürlichen Handhaltung, würde ich sagen. Das ist eine umstrittene Aktion. Hofmann. Wenig Zeit für Aller. Es läuft nicht für ihn heute. Da hat sich plötzlich die Schussmöglichkeit ergeben für den 22-Jährigen. Der an sich auch eine gute. Und Cristiano, der neue Mann in der Mitte, ist ganz alleine. Schwento vorbei an Königshofer. Sonnleiter wirft sich dazwischen und Königshofer setzt nach. Fürchterlicher Fehler. Leitgeb, super Solo von Leitgeb. Noch immer Leitgeb. Er zeigt, auf was er eigentlich drauf. Lange Ball, Nuhio. Sekaya, wer sonst mit der letzten, mit der entscheidenden Befreiung? Die Salzburger reißen die Arme hoch, sie gewinnen dieses Duell hier in Wien als besseres Team, verdient mit 1:0. Stefan Meierhofer macht das Tor, das den Salzburgern selbiges zur Meisterschaft weit aufstößt. 6 Punkte Vorsprung. 3 Runden vor dem Ende der Saison. Ist die Mannschaft von Ricardo Moniz damit praktisch durch? Ich glaube schon. Zu Recht feiern hier die Salzburger eine starke, eine gute Leistung. Die Mannschaft mit mehr Spielanteil, mit den besseren Torschancen hat gewonnen. Und sein Treffer hat heute letztendlich entschieden. Über 3 Punkte haben oder nicht haben. Gratulation an Red Bull Salzburg. Genießen wir den Salzburger Jubel und dann geht's weiter am Spielfeldrand bei Rainer Pariesek.